Liebe Freunde, liebe Saarländerinnen und Saarländer, liebe Gäste, wir sind heute hier zusammen in der Synagogengemeinde Saar. Die jüdische Gemeinde wurde im Jahr 1946 gegründet und diese wunderschöne Synagoge hier in Saarbrücken hat man im Jahr 1951 eingeweiht. Die Saarbrücke-Synagoge ist eine ganz besondere Synagoge. Wir sind die einzige Synagogengemeinde hier in Saarland. Vor dem Zweiten Weltkrieg, die Saarbrücke-Synagoge war eine von 23 Synagogengebäuden in Saarland. Jetzt nach dem Krieg gibt es nur eine jüdische Gemeinde. Wir sind verantwortlich für alle jüdischen Menschen, die in das Saarland leben. Die Synagogeraum hier, wo wir beten, ist was ganz Besonderes. Hier unten sowie auch oben gibt es Sitzplätze für Mitglieder und für Besucher während des Gottesdienstes. Wir haben auch hier oben, was ganz, ganz, ganz Besonderes ist in einer Synagoge, eine Synagogeorgel. Die meisten Synagogen heutzutage haben keinen Orgel. Unsere Orgel funktioniert nicht nur, es klingt auch wunderschön. Da vorne ist unser Altar, unser Bima auf Hebräisch, wo wir aus die Tora-Rolle lesen. Und ganz, ganz vorne findet man unseren Tora-Schrank und oben die 10 Gebote. Wir stehen jetzt hier oben, ganz vorne in der Synagoge, auf die sogenannte Bima. Und hier oben findet den Gottesdienst statt. Hier steht der Vorbeter und hier singt der Vorbeter mit der Gemeinde zusammen und hier betet man. Es gibt ein paar besondere Merkmale hier oben bei uns in Saarbrücken in der Synagoge, die wir unbedingt verstehen müssen. Erstmal diesen Altar, diesen Pult hier vorne. Hier betet man, hier liegt man die Tora-Rolle drauf und hier singt man mit und zusammen mit der Gemeinde. Auf meiner linken und rechten Seite sieht man eine siebenarmige Leuchte. Auf Hebräisch Menorah. Wir dürfen es nicht verwechseln mit der neunarmigen Leuchte, die wir im Monat Dezember über unseren jüdischen Feiertag Chanukka benutzen. Das ist was anderes. Die siebenarmige Leuchte, die Menorah, steht hier nur als Dekoration. Es erinnert uns an eine Zeit vor über 2000 Jahren, wenn wir einen jüdischen Tempel gehabt haben, eine sogenannte Bet HaMikdash. Und in unserem jüdischen Tempel hat man eine Menorah aus Gold. Und jeden Tag hat man die Menorah angezündet. 7 Tage, 7 Kerzen. Heutzutage gibt es keine jüdische Tempel mehr und wir Juden, wir beten in Synagogen, in Gebetshäuser, als Ersatz für einen Tempel, den wir nicht mehr haben. Eine rechts und eine links. Wir haben auch hier ganz oben die 10 Gebote, die 2 große Gesetztafeln. Die 10 Gebote in Hebräisch, die sind weltbekannt. Ich bin der Herr, dein Gott, ihr dürft keine anderen Götter haben. Weltbekannt in Hebräisch. Ganz oben über mich sieht man auch die sogenannte ewiges Licht. Das sieht man nicht nur in Synagogen, das findet man auch in viele andere Gebetshäuser und Kirchen. Ein ewiges Licht erinnert uns an die Ewigkeit Gottes. Dass Gott immer da ist, er ist immer präsent, er ist überall. Und hier ganz vorne hat man was ganz, ganz Wichtiges, unsere Tora-Schrank. In unserem Tora-Schrank findet man die Tora-Rollen. Eine Synagoge braucht unbedingt einen Tora-Schrank mit unbedingt Minimum einer Tora-Rolle. Wir lesen nicht jeden Tag aus die Tora-Rolle, aber Minimum 3-mal die Woche. Montags, donnerstags und selbstverständlich am Schabbat, unser Ruhetag. Die Tora-Rolle ist die 5 Bücher Mose. Die 11. 5 Bücher unsere jüdische Bibel. Und hier sind wir jetzt, wir stehen vor die Tora-Schrank. Jeder Tora-Schrank hat
ein Vorhang, ein Tora-Vorhang. Und hier sehen wir 1, 2, 3, 4, 5 hebräische Buchstaben und 1, 2, 3, 4, 5, 5 andere hebräische Buchstaben. 5 plus 5 macht 10. Und natürlich, das erinnert uns an die 10 Gebote. Hier oben die 2 hebräische Buchstaben, die symbolisieren Keter, Tora. 2 hebräische Worte, Keter, Krone, Tora, Tora. Es erinnert uns, dass die Tora, es sollte uns zeigen, uns erinnern, wie wir leben sollten. Was ist für uns gut und was ist nicht gut? Was ist gesund, was ist nicht gesund? Was ist selig in Ordnung und was ist es, was ist nicht selig in Ordnung? Lassen wir die Toraschrank jetzt aufmachen. Es ist richtig wunderschön. Bei uns in Saarbrücken haben wir 4 Tora-Rollen. Ja, eine Gemeinde braucht nur eine Tora-Rolle. Wir haben 4 Stück. Gibt es irgendwelche Unterschiede zwischen den Tora-Rollen? Nein. Sie sind alle absolut identisch zueinander. Natürlich, eine kleinere Tora-Rolle hat etwas kleinere Buchstaben, eine größere Tora-Rolle größere Buchstaben. Aber vom Textinhalt sind alle Tora-Rollen identisch zueinander. Jede Tora-Rolle hat die sogenannte Tora-Krone, ein Tora-Schild und auch ein Finger, ein Tora-Zeiger. Alle Tora-Rollen sind auf Pergament, kostbares Tierhaut, handgeschrieben. Es dauert ungefähr ein ganzes Jahr, eine Tora-Rolle von Anfang bis zu Ende, Buchstabe für Buchstabe, fertig zu machen. Und weil wir glauben, die Tora-Rolle Gottes Wort ist, es darf überhaupt keinen Fehler haben. Wenn man findet, ein einziger Buchstabe, etwas zu lang, zu kurz, zu breit, zu dick, wenn man findet, ein einziger Buchstabe, der nicht absolut 100% richtig ist, darf man nicht aus dieser Tora-Rolle im Gottesdienst vorlesen. Und deswegen haben viele jüdische Gemeinden Ersatz-Tora-Rollen. Warum? Weil wir glauben, die Tora-Rolle Gottes Wort ist. Gott hat keinen Fehler. Die Tora-Rolle darf auch keinen Fehler haben. Ich zeige Ihnen was ganz Besonderes. Jede Tora-Rolle hat eine Tora-Krone. Es ist natürlich echt Silber. Und diese Glocken hier sind relativ praktisch, weil wenn man die Tora-Rolle rausnimmt, macht die Tora einen Tora-Klang. Dann wissen wir alle, Gemeindemitglieder, man hat die Tora-Rolle rausgenommen und man sollte aufstehen. Die Tora-Krone. Jede Tora-Rolle hat nicht nur eine Tora-Krone, jede Tora-Rolle hat auch ein sogenanntes Tora-Schild. Sieht wunderschön aus. Hier dargestellt die bekannte 10 Gebote. Lassen wir nicht vergessen, dass in Hebräisch man liest rechts nach links. Die Tora-Schild erinnert uns, dass die Tora schildet uns. Und zeigt uns, weil es Gottes Wort ist, wie wir leben sollten. Jede Tora-Rolle hat ein Tora-Schild. Und ganz, ganz wichtig, weil man darf die Tora-Rolle nicht mit den Fingern anfassen, weil es ist handgeschrieben. Es ist teuer. Es ist zerbrechlich. Pergament. Jede Tora-Rolle hat auch einen Zeigefinger. Und damit lesen wir aus die Tora-Rolle. Und wenn ich sage lesen, singen wir aus die Tora-Rolle. Sollen wir einen rausnehmen? Und so nehmen wir eine Tora-Rolle raus.
lassen wir jetzt eine Torarolle aufmachen. Hier haben wir eine wunderschöne Torarolle mit einem Toramantel. Und ich glaube, das wissen wir jetzt schon, hier dargestellt die 10 Gebote. Die Torakrone hier oben. Und ganz vorsichtig entfernen wir den Toramantel. Und hier sieht man diese wunderschöne Pergament. Jede Torarolle hat auch einen sogenannten Toragürtel. Das müssen wir auch entfernen. Ganz vorsichtig. Und jetzt mit einem Schwung öffnen wir die Torarolle und sehen wir, wie es aussieht innen drin. Ganz toll, ne? Hier stehen wir vor eine geöffnete Torarolle und es sieht wunderschön aus. Man würde es kaum glauben, dass alles hier, was wir sehen, alle Buchstaben, sind handgeschrieben. Mit einer Gänsefeder, schwarze Tinte, Buchstabe für Buchstabe, ohne Fehler. Dauert es ungefähr ein ganzes Jahr, bis man sowas schreibt. Und so haben die Juden es gemacht, seit über 2000 Jahren. Jede Torarolle ist handgeschrieben und jede Torarolle ist identisch zu jeder anderen. Aber was haben wir hier? Es gibt natürlich kein Bild in einer Torarolle. Es gibt keine Kapitelnummer, es gibt keine Versnummer. Man muss ganz, ganz gut lernen, wo wir sind und was wir lesen. Und wenn ich sage lesen, die Torarolle wird nicht gelesen in den Gottesdienst. Es wird gesungen mit Musik. Alle Worte haben eine feste Melodie. Wir haben hier selbstverständlich keine musikalischen Noten in die Torarolle. Was eigentlich bedeutet, aus die Torarolle zu singen, muss man auswendig gelernt haben, mehr oder weniger, wo wir sind, was wir lesen, welcher Text und wie man es singt. Sie wollen alle bestimmt hören, wie es klingt, oder? Ich lese mal ein bisschen. Onuchi Adonai Elohecha Asher hutzisicha me'eretz Mitzrayim mi'beis avodim lo yihye lecha Elohim achirim al ponai lo usas lecha fesel v'chol tzmuna Asher bashomayim mimal vasher Poretz mitachas vasher Bamayim mitachas lo oretz Lo sishtachave lohem lo sovdeim Ki honuchi Adonai Elohecho el kano Pukeid avonovos al bonim Ashilishim valvibeim lusunoi Vose chesed lo alofim Lo havai ul shomrei mitzvusoi Was haben wir jetzt gerade auf Hebräisch gehört? Ich habe jetzt vorgesungen die ersten 2 Gebote, die 10 Gebote aus der Torarolle. Die ersten 5 Gesetze sind Gesetze zwischen dem Mensch und seinem Schöpfer. Die zweite 5 sind zwischen der Mensch und seinen Mitmenschen. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott. Wir sind im Judentum eine monotheistische Religion. Wir glauben, es gibt nur ein einziger Gott, ein einziger Schöpfer. Und den Allmächtigen, der liebe Gott, er sieht alles, was wir tun und wir beten zu einem einzigen Gott. Das zweite Gebot, ihr dürft keine anderen Götter haben. Wie gesagt, als monotheistische Religion glaubt man an nur einen einzigen Gott. Das dritte Gebot von den 10 Gebote,
Man muss aufpassen, wie man umgeht mit Gottes Name. Vierte Gebot ist natürlich unser Schabbat. Einmal die Woche einen Schabbat, einen Ruhetag zu haben. Und die fünfte Gebot, die 10 Gebote, ist, man muss Vater und Mutter ehren und respektieren. Liebe Freunde, wir stehen hier vor einer Jeskur-Tafel, eine Gedenktafel hier bei uns in der Synagoge. Es ist eine Tafel, der erinnert uns an der Opfer ohne Zahl, die zahlreiche Männer, Frauen und Kinder, die Opfer des Zweiten Weltkrieges, dem Holocaust. Vor dem Zweiten Weltkrieg hier in Saarland hat man 23 Synagogen gehabt und 26 Gemeinden. Die Saarbrücke-Gemeinde, die Saarbrücke-Synagoge, sowie andere Gemeinden, andere Synagogen in beispielsweise Saarlouis, Homburg. Vor dem Zweiten Weltkrieg im Saarland lebten ungefähr 5.000 Juden, 2.500 bis 3.000 hier in Saarbrücken und ungefähr 2.000 außerhalb Saarbrücken. Im Jahr 1938, am 9. November, die sogenannte Pogromnacht, hat man die Synagogengemeinden im Saarland, hat man die Gebetshäuser sowie auch hier in Saarbrücken zerstört. Nach dem Krieg 1946 hat man direkt eine Synagoge gegründet, eine Synagogengemeinde gegründet, und im Jahr 1951 hat man hier die Saarbrücke-Synagoge hier am Beethovenplatz eingeweiht. Und seitdem sind wir die einzige Gemeinde im Saarland. Wir sind jetzt hier ganz oben in unserem Orgelbereich. Ja, das stimmt. Wir haben in Saarbrücken eine Synagoge-Orgel. Und es funktioniert. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Es klingt wunderschön. Wir haben unsere Orgel am Ende Jahr 2020 komplett saniert und renoviert. Unser Orgel ist eine französische Orgel von Orgelbauer Röttinger und wir spielen unsere Orgel sehr oft für Konzerte, für Veranstaltungen, wo wir Orgelmusik spielen dürfen, vielleicht auch für Gedenkgottesdienste, und man muss unsere Orgel wirklich erleben. Wie gesagt, es ist einzigartig, dass man hier in Deutschland, dass man hier in einer Synagoge ein Orgel hat. Man muss hier reinkommen. Man muss es ansehen und man muss ganz besonders es zuhören.